Herzlich willkommen in der Desaster-Welt zu einer neuen Folge Uncharted 4, wo wir uns diesen Buggy hier mit Gewalt verschafft haben, der eigentlich den Jungs von Shoreline gehört. Was ist das hier eigentlich für eine Waffe? Die kenne ich noch gar nicht. Und ja, mit dem werden wir uns jetzt weiter tiefer in die Insel, auf die Insel, wie auch immer man das nennt. Ich kenne hier oben so eine Öffnung. Naja, jedenfalls sind wir auf der Suche nach Sam, der ja sonst wo ist und von den Shoreline verschleppt worden ist. Und ja, hoffentlich lässt sich dann auch irgendwie jetzt erschließen, was Sam eigentlich mit Rafe überhaupt für gemeinsame Sache gemacht hat. Wahrscheinlich. Oh wow. Eine Frage hätte ich. Wieso Fluss will Rafe Adler Elrons Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Was die Tiefen genau rum? Passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Danke. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen für sie. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Deshalb sind die zusammen. Oder, ja, ich meine natürlich arbeiten die zusammen. Das ist klar. Schon wieder ein sehr offenes Gebiet hier. Ist bestimmt wieder einiges versteckt gewesen, wo ich jetzt dran vorbeigefahren bin, aber egal. Soweit so gut. Weiter ja. Fluss aufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. Warum nicht? So ein Pech aber auch. Tja, ich würde mal sagen, das ist doch verkackt, und warum Elena. Warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. So, hier ist dieser Lift, aber wie kommen wir da hoch? Aua. So, kurze Dusche hier. Schön. So. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Hä? Ich weiß nicht. Weil hier scheint irgendwie nichts zu sein. Ja, das bist du. Also ich habe jetzt wirklich keinen Plan, ganz ehrlich nicht. Oder muss ich hier weiter? Nee, oder? Aber hier. Okay. Hoffentlich kommen wir da hoch. Ach ja, geht doch. Irgendwie. Was für eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Ja. So, erstmal da runter. So. Dann würde ich sagen, parken wir die Karre hier erstmal, denn es sieht so aus, als dürfen wir wieder klettern. Okay, sehen wir uns um. Ich guck mich erstmal hier unten ein bisschen um, vielleicht finden wir noch irgendwas. Das ist... okay. Nur ein wenig Schlamm. Nichts, was mich wahnsinnig interessieren sollte. Gut. Gucken wir mal hier rein. Oh Gott, was quietscht da denn so hässlich? Okay. Das hier kann man rausbrechen. Ich weiß nicht wieso, aber das wird sich bestimmt ergeben, wenn wir es gemacht haben. Also schnappen wir uns den Jeep. So.
Hier ist ja praktischerweise eine Öffnung in der Wand, damit da auch ja das Ding hier durchkommt. So. So rum damit. Wieso kann ich das nicht festmachen? Ah, jetzt. So. Dann gehen wir den Affen doch mal Zucker hier. Los, gib nach. Ah. Versuchen wir was anderes? Hm. Was ist das? Das ist das Problem. Zahnräder sind mit dem Wasserrad verbunden. Oh. Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Ja, ich dachte eigentlich, es geht darum, dass ich da hochkomme. Hm. Nur wie komme ich da hoch? Hier drin scheint kein Weg nach oben zu sein. Hier kann ich auch nicht hoch. Muss ich vielleicht hier irgendwas machen? Ah, das Ding kann ich auch runterholen. Gut, vielleicht bringt das was. So. Also dann. Ja, bin ich schon dabei. Das war ein guter Einfall, aber das wissen wir schon. Okay. Ich dachte, ich bin aus dem Weg. Moment. So. Ich bin aus dem Weg. Ich weiß gar nicht, was du willst. Siehst du? Nichts passiert. Perfekt. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. Ah. Oh, hätte ich gar nicht gebraucht, glaube ich. Egal. Sicher ist sicher. Hier ist schon mal irgendeine Kiste. Die ist bestimmt nicht zum Spaß hier. Oha. Guck, guck. Was ist das schon wieder für ein Krug? Eine Servierschale aus Jade. Wow, schön. Sieht ein bisschen aus wie ein Minzbonbon. Okay. Ja, das sehe ich schon. Ist jetzt nicht das Rätsel des Jahrhunderts, aber naja. So, jetzt können wir hier in der Fassade außen rum, nehme ich mal an. Oder nach oben. Noch nicht. Ich klettere höher. Kann ich hier nicht hoch? Okay, ich nehme an, ich muss darüber. Und hepp. Boah, so knapp. Das hätte schief gehen können. So, rein da. Wo sind wir jetzt schon wieder? Ach, auf der anderen Seite, okay. Du bist oben. Ja. Oh, warte mal. Ich halte das Rad an. Ach, hat die schon eingespannt? Wusste die schon. Okay, wir sind soweit. Mein Mädchen. Jetzt müsstest du nur schneller sein als das Rad. Schon jetzt rüber. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Sehr gut. Ja, die hilft uns wenigstens. Los geht's. Also dann schieb mal, Nate. Ich guck zu. Super machst du das. Toll. Klasse. Geschafft!
super. Ja. Oh Gott. Ach, das Ding wartet auf uns. Das ist aber nett. Na, wie geht's dir da drin? Ah, nein. Nimm das Auto als Deckung. Bist du verarschen? So, weg da. Du bist scheiße. Na geil. Kommt die jetzt alle schon wieder her? Au, cool. Elena hilft mir auch. Alter, fick dich. Na warte. So. Ah, da ist noch einer. Sogar noch zwei. Na warte. Ah, nimm den hier. Oh. Blöd, jetzt war da genau dieser Vorsprung im Weg. Ah, aber ich hab immer noch die Copperhead hier. Die ist echt cool. Wow. Alter, Alter. Da hab ich jetzt gar keinen Bock zu. Scheiße. Oh, cool. Ah, schwer zu treffen von hier. Aber wenigstens kann der mich nicht auch treffen. So, von hier aus sollte es ja wohl gehen, oder? Ja. Wow. Alter. Alter, lass mich Ruhe. Na, warte. Ja. Andere sagen, ich bin Hänger. Ich sag immer, ich bin einfach nur ein guter Schütze. So, hier haben wir ein bisschen Muni. Du auch nicht. Du bist nämlich auf der falschen Seite. Wow. Oh nein. Scheiße. So, hau ab da. Öpp. Oh Mann. Da fehlt nur noch tolle Fahrstuhlmusik. Oh, scheiße. Lieber auf die Seite. Ach du Scheiße, bist du bescheuert? Nix da, der muss weg. Wenn das so einfach wäre. Ja, ich hab's irgendwie geschafft. Da. Ich würde da nicht stehen bleiben. Wie? Ich hab mich getroffen. Und der wirft dann zurück, natürlich. Na, komm schon. Komm her! Scheiße. LOL, er steckt in der Animation fest. LOL. Okay, wo bin ich jetzt? Ich sollte wieder ganz am Anfang. Ich darf die ganze Scheiße nochmal machen. Cool. Das waren vier Reaktionszeit. So. Den ballern wir auch direkt weg. Kurz nachladen. Und ja, ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Daneben! So. Elena, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das Auto hat ein paar Löcher. Das Auto ist egal. So. Yes. Ich wollte in die andere Richtung eigentlich. Hier hin. Hehe. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Okay, den werde ich ja wohl kriegen. Yes. Wo ist die? Da, okay. Da kann es mir egal sein. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Oh, hallo. Da, friss. Du auch. Ah, da ganz hinten. Na gut, den habe ich schon mal. Ja, keine Sorge, ich bin hier relativ sicher. Oh Gott.
Wow, den haben wir irgendwie erwischt. Aber der da ist ein Problem. Der nicht. Oh, der hat mich erwischt. Scheiße. Wo bin ich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe einfach mal hier auf das Ding drauf. Ah, willst du bitte aufhören? So. Bisschen hier rüber. Yes! Das war gut. Da kommen die nächsten Affen. Shoreline-Affen. Ah, dieser Sack, ey. Kannst du jetzt mal aufhören? Ich muss wahnsinnig aufpassen mit dem Laser. Aber der Typ nervt. Ich muss den... Wow, irgendwie erwischen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Aber ich habe nicht mehr viel Schuss. Und der Typ ist da immer noch rumlasern. Scheiße, ich erwische jetzt so nicht. Ich muss erstmal mich um diesen Typen kümmern. So, von hier aus sollte das ja wohl machbar sein, oder? Ja, geil, jetzt kommt hier wieder Verstärkung. Ihr könnt mich auch mal. Das war's, schluck den hier. Ja, oh, geil, da kommt direkt einer zurück. Cool, ich bin überhaupt nicht umsingelt oder so. So, jetzt bist du fertig. Cool. Das läuft mal wieder wunderbar. Was mache ich jetzt? Wahrscheinlich genau das gleiche, was die machen. Mehr Granaten werfen. So. Alter, was? Granatenwarfare hier. Boah. Okay, erstmal hier bleiben. Oh nein, du willst mich doch verarschen. Gut, einer habe ich noch. Jetzt muss ich aber zusehen, dass ich hier irgendwie wegkomme und Deckung finde. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte, aber egal, das funktioniert. Na komm her. So, ich hoffe, wir kommen jetzt so schnell nicht noch mehr. So, Munition. Munition. Was liegt hier rum? Ein Kondor, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach nee, das ist diese Shotgun, das bringt mir nicht viel. Ich muss da hoch, okay. Halt. Die nehme ich mal mit. Ich habe halt auch nicht mehr viel Muni. Oh, ich kann hier gar nicht hoch. Okay, scheiße. Wie, und wo, wie komme ich dann jetzt darüber? Ah, da, okay. Los geht's. Hep. Ah. Und hoch da. So. Oh, cool. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Ja, ja, ja. Wir haben ein paar Haufen Leute umgebracht, aber egal. Nach all dem brauche ich eine Pause. Alles klar. Definitiv verdient. Ah ja, ich kann ein paar Blessuren, aber das geht schon. Das geht schon. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Tja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich gehe mal von Nein aus, weil bisher war da ja nie was. Wow. Wo sind wir jetzt schon wieder? Oh, da drüben mit dem See. Moment noch. Ein bisschen hier rüber. Ah, das hier ist aber auch nicht schlecht. Machen wir doch mal so ein Bild. Klasse. So, weiter geht's. Hier runter. Ja. Ja, habe ich gesehen. Ist mir natürlich sofort aufgefallen. Oh, wow.
Oh Gott, hoffentlich säuft die Karre mich nicht im wahrsten Sinne des Wortes ab. Du schaffst das. Darüber? Moment. Wow. So, ich hab die Kontrolle wieder. Cool. Wir sind bald da. Ich hab sie nie verloren. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Gut. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Tja, nun muss ich den erstmal dafür aufmachen. Du bleibst hier. Nein. Da drüben. Das sieht besser aus. So. Ah, ja, ja. Halb. Und drüben. Okay, jetzt gucken wir doch mal, ob wir dieses blöde Schleusentor da aufkriegen. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. So. Los. Bisschen mehr Muckis zeigen hier. Bisschen der Mann im Haus. Auf der Insel. Ja, das ist die falsche Seite. So, auf die andere Seite kommst du ja einfach. Einfach an den Toren entlang. Wenn das Ding sich... Hätte man ja. Macht irgendwie Sinn, ne? Hinter Tür Nummer 2. 1, 2 oder 3. Hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Ja, toll. Super toll. Also dann können wir weiter. Alles gut. Ah, wie auf der Safari. Mit irgendeiner Armee im Rücken. Ist doch toll. Okay. Bereit zum Springen. Was ist los? Zu viel Schlamm. Ich muss außen rum. Oder wir fahren hier rüber. Oh, nein, das funktioniert nicht. Verdammt, das war knapp. Fast knapp. Wir müssen schneller sein. Ja. Fahr mal hier hoch und den ganzen hey, Schwung. Vielleicht kommen wir da hoch. Die Idee. So, jetzt aber. Wart's ab. Wow, 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 wow. Ah. Oh, die Brücke hat gelitten. Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Autsch. Hey, lass mich durch, du blöder Stein. So, wo war er? Das wird's nicht im Stich. Und wir sind oben. Gut. Da ist eine Leiter, das finde ich sehr auffällig. Das ist sehr auffällig. Das gucken wir uns an. Aha, was ist denn das für eine Hütte? Bestimmt der Aufzug. Wärtertyp. Ja, wahrscheinlich, der muss es gewesen sein. Guck, hier hat sogar einen Brief hinterlassen. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. 5. Juni 1718. Eine lange Zeit. Eine weitere Ladung unbeschrifteter Kisten kam vom Hafen aus flussaufwärts. Diese wurde jedoch von einer Gruppe bewaffneter Soldaten begleitet. Trotz einiger Bedenken begann ich, die Kisten auf Vollständigkeit zu überprüfen, bis mir eine Stimme in schroffen Ton befahl, aufzuhören. Ich war erzürnt, dass mich jemand in einen gewöhnlichen Gauner herumkommandierte, aber als ich mich umdrehte, blickte ich in die Augen von Gründer Theo. Es war das erste Mal, dass ich einen der Gründer leibhaftig sah. Meine Kehle wurde trocken und ich rang mit den Worten, die ich sehr sorgfältig wählen musste. Ich erklärte ihm, dass ich den Inhalt nur auf ihr korrektes Gewicht prüfen wollte, aber er sagte mir mit Nachdruck, dass dies nicht nötig sei. Ich war erleichtert, als etwas anderes sein Interesse weckte. Um ehrlich zu sein, konnte ich einen Blick in die Kiste werfen, bevor Gründer Tür mich unterbrach. Säbel, Pistolen und Schießpulver. In Anbetracht der Anzahl der Kisten würde ich sagen, dass man damit eine Armee versorgen könnte.
Ich habe Eleanor nichts davon erzählt, weil sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Verschwinden ihres Bruders Jack widmet, aber ich muss es meinen Freunden sagen. Die Gründung Libertalias beruht auf Idealen, die es wert sind, verteidigt zu werden, sogar gegen die Gründer selbst, wenn es nötig sein sollte. Sobald ich sicher bin, dass Eleanor und die kleine Abigail außer Gefahr sind, werde ich mich in die Stadt begeben, um die anderen zu informieren. Bis dahin werde ich mich bedeckt, jedoch meine Augen offen halten. Und da steht schwarz auf weiß, es war tatsächlich Libertalia. Stellt sich nur die Frage, ob von Libertalia noch irgendetwas Wertvolles übrig geblieben ist. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, hallo. Das sieht schick aus. Ein Räuchergefäß aus Zinn. Es ist zwar nur Zinn, sieht aber trotzdem ganz schick aus. Und das ist natürlich ziemlich alt. Okay, der Ausflug hat sich gelohnt, würde ich sagen. Wo haben wir nochmal geparkt, Schatz? Ach, hier. Genau. Warum auch nicht? Sie kam zwar von rechts, aber egal. Erstmal über die Motorhaube. Bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Ein gutes Zeichen. Okay. Dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Hier haben wir wieder ein Wasserrad. Ich würde ja sagen, jetzt wissen wir zumindest schon, was wir tun müssen, aber so einfach ist es bestimmt nicht. Okay, cool. So geht's natürlich auch. Aha. Noch ein Schatz. Kombinationsschloss aus dem 18. Jahrhundert. Endlich! Ich habe schon immer ein neues Fahrradschloss gebraucht. Schon seit sehr langem. Ich weiß nicht, aber hier scheint alles okay zu sein. Das wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber ich wüsste jetzt zumindest nicht, was man hier dran noch machen soll. Steinschlossbüchse. Ha! Krass. Okay. Ist ja lustig. Dass das Ding noch funktioniert. So, jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, was ich tun soll. Irgendwie muss man das Ding ja runterkriegen. Moment, was ist das? Hey, kannst du mir helfen? So. Das Ding ist schon längst unten. So wird das nicht gehen. Ich halte hoch. Hol den Wagen. Na los, komm schon, du blödes Ding. Und runter damit. Vorsicht, Vorsicht. Aber Hammer. Schon wieder hier. Okay. Habt ihr gesehen, wie er geguckt hat? Allein das hat schon sofort verraten, was für ein Akt ist es, dieses scheiß Tor da hochzuheben. Ist Hammer. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Ja, sehr fortschrittlich. Ah, sag mal, was hast du schon wieder mit deinen Klamotten gemacht? Wo warst du schon wieder? Immer sag ich dir, du sollst nicht immer alles so versauen. Ja, Libertalia. Wunderschöne Landschaft. Schieß allein auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Ja, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde.
allen Guten wie Schlechten. Hm, da wären wir beim Kapitelnamen. Den Guten wie Schlechten. Tja, gut, dass sie zurückgekommen ist. Also der Nate jetzt ein ernsthaftes Problem. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Klar. Klar. Okay. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Ja, weiter. Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. So, dann rein in die Kiste und weiter geht's. Aber erst in der nächsten Folge von Uncharted 4, denn ich habe ein bisschen die Zeit außer Augen verloren. Also, sorry, wenn das jetzt ein bisschen länger ist als sonst, aber... In der nächsten Folge werden wir bestimmt wieder ein bisschen besser drauf achten können. Es sei denn, wir stolpern wieder in irgendein Feuergefecht, was 3-4 Stunden dauert. Das schluckt ja echt mitunter die meiste Zeit. So, aber hier sind wir jetzt erstmal fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Uncharted 4 wieder. Bis zum nächsten Mal.